kein Kind gekriegt, als dieses Lied lief. Schon mit euch so viel diskutiert über eure Lieblingsdarsteller, über die Lieblingsmusicals, und heute möchten wir über was Neues diskutieren, über die Lieblingslieder aus den Musicals, weil es gibt ja manchmal Musicals, wo man sagt, ey, Story ist nicht so toll oder insgesamt ist es nicht mein Lieblingsmusical, aber so einzelne Lieder faszinieren mich. Und genau diese besonderen Lieder, die für uns eine wichtige Rolle im Leben spielen, die möchten wir einmal... Eine wichtige Rolle, ja, im Leben? Ja, doch, also manche Lieder... Da habe ich ein Kind gekriegt, als dieses Lied lief. Ich wollte jetzt wieder so ein bisschen Arte machen, weißt okay. du? So Arte-Themenabend. Ja, genau. So, soll ich mal anfangen? Ja, mach doch. And I Am Telling You aus Dreamgirls. And I Am Telling, kenne ich nicht. Das ist... Soll ich jetzt ansingen oder was denn? Mach. Wenn ich es nicht kenne, kennen es vielleicht viele von euch auch nicht. And I am telling you, I'm not going. Dieses, ich kenne es nicht. Also auf jeden Fall, das ist so, das singt, in dem Stück singt es eine Frau, die gerade von ihrem Mann verlassen wird und sie möchte ihn zurückhalten. Und dieses Stück wird, also in diesem Stück und auch bei irgendwelchen Gesangswettbewerben sehr oft von schwarzen Frauen gesungen, weil das eben ein... Dreamgirls nicht immer mit Schwarzen? Ja, aber auch wenn du Castingshows guckst oder so, dann gibt es sehr viel bei den Auditions, die das singen, weil du da unglaublich viel Power reinlegen musst und echt Töne halten musst und hochsingen musst und schreien musst. Und dieses Lied hat so viel Kraft, Energie und so viel Drama und Herzschmerz, dass es... zu meinen Lieblingsliedern gehört. Und ich finde, es gibt eine Aufnahme von einer, die hat es irgendwann mal in den 70ern oder 80ern am Broadway gesungen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie es heißt. Die frisst am Schluss dieses Mikro fast auf. Die ist echt gut. Und Jennifer Hudson, die es auch im Film gespielt hat, die macht es sehr gut. Und die momentan und in London die First Cast spielt. Die hat das schon bei ein paar Festivals auch gesungen. Die macht es echt sehr, sehr gut. Und das ist echt ein Lied, was... sau schwer zu singen ist. Ich kann es nicht, auf keinen Fall. Das ist mir auch, du bist viel. Auch nicht. Ja, Frau, eben. Also. Ja, aus ist es auch mir viel zu hoch. Nee, aber es ist echt toll. Aber weil du gerade von einem unglaublich schweren Lied sprichst. Also ich glaube, einer meiner Lieblingslieder ist, also by far das schwerste Lied überhaupt in der Musical-Geschichte. Da gibt's jetzt... And I Am Telling You ist schon verdammt schwer. Nein, also nicht so wie Defying Gravity. Nein, also Defying Gravity zum Schluss... Ja, da musst du halt belten können, ne? Also, ja, hoch, also hoch das schreien, ist, singen. Ja, aber mal Defying Gravity aus Wicked oder auf Deutsch. Frei und schwerelos. Wenn ihr, die Übersetzung. Ja, ist jetzt nicht so ganz gelungen. Ja, aber Kunst hat so übersetzt, aber der macht das schon. Ja, also Defying Gravity ist eins der Lieder, die ich unglaublich gerne anhöre, die von dem Inhalt wahnsinnig beeindruckend ist. Auch wenn ihr es im Musical seht, alles ist im Umbruch momentan und es trennen sich die zwei Welten auf und es ist kraftvoll. Hat das was in deinem Leben zu bedeuten? Also ich trennen sich gerade zwei. Willst du uns damit was sagen? Das macht nicht lächerlich. Das ist so ein unglaublich schönes Lied. Und zum Schluss einfach, also dieser Schluss, wenn sie da oben steht mit diesem Besen und das ist kein Wer Sing singt mehr. Für dich am besten? Es gibt ja so endlos Diskussionen. Das ist ganz schwierig. Die erste, die ich gehört habe, war Idina Menzel. Deswegen ist sie, also sie ist ja auch auf der CD, deswegen ist sie für mich ganz besonders. Aber es gibt so unglaublich viele gute Darsteller. Erst letztens hatte ich ein Video gesehen von Emma Hatton, die wir als Evita hatten. Und die hat das gesungen, wo ich dachte, boah, die ist aber auch geil. Wir waren in New York, haben es mit Jennifer Dionda gesehen. Die Neuer gesehen. Und die war auch ganz großartig. Deswegen, die Elphaba singen, die machen das schon gut. Also eins meiner Top-Lieder überhaupt. Das ist auch eine Top-Rolle. Also wer das spielt, Hut ab. Was ich auch noch sehr gerne mag, ist Ich wünsche mich zurück auf das College aus Avenue Q. Das ist so ein schönes Lied, was vor allem... Das kennen vielleicht viele auch nicht. Möchtest du es mal anstimmen? Ich wünsche mich zurück auf das College, wie schön es damals doch war. Ach, könnte ich zurück?
Ich muss mir mal wieder trockenlegen, es ist so heiß hier. Es ist eher, wir haben 30 Grad momentan draußen, deswegen. Wir haben hier unten extra so eine kleine Putzfee, die immer mit C-Wars versorgt. Nee, also ich wünsche mich zurück auf das College. Genauso wie im Englischen, ist ein schönes Lied, vor allem wenn sie dann mehrstimmig zu dritt singen. Es ist so ein schönes, hoffnungsvolles Lied, voller Sehnsucht. Und es ist ich finde es echt auch schön gesungen. Und es ist so klein, fein in seinem Rahmen. Und es ist jetzt nichts mit groß. aber ich mag es. Für mich, also ich bin eher dieser große Ding. Also dieser, ich muss da Power im Lied haben. Und deswegen ein Lied, was für mich, was mich auch sehr, sehr bewegt hat. Und was mich auch maßgeblich in meinem Leben natürlich beeinflusst hat. War Lied des Volkes von Les Miserables. Also, hörte wie das Volk erklingt. Also, könnt ihr momentan übrigens nicht in Deutschland sehen. Seht auch unser Video zu Fake Musicals und Les Miserables. Schaut es euch nicht in Deutschland an. In Deutschland läuft Les Miserables momentan nicht. Also das ist eins der großartigsten Lieder von Bubel Schönberg. Ach, da kann man auch nichts, ihr werdet das Lied kennen. Es ist einfach pure Emotion. Und wenn dann diese Studenten... Schönes Chorstück auch. Ja, wenn sich diese Studenten dann einmal gegen das Establishment aufwehren. Ich weiß nicht, ob man Establishment heißt es dann. Ja, also gegen die Doofen da auflehnen, finde ich großartig. Es ist wirklich ein Stück, was ganz, ganz viel Emotion transportiert. Wie auch 100 andere Stücke in diesem Musical. Aber das ist für mich herausgenommen, weil es durch diesen Chor so unglaublich viel Kraft hat. Und ich liebe das. Um noch ein drittes zu nennen, kennt man das jetzt mal? Was, das von dir? Nee, das von dir ist... Entschuldigung, das. Die davor hat man aufgeteilt, hallo? Wir gehen mal davon aus, dass wir sehr viele Musical-Fans in unserem Channel haben. Ich gebe mein Leben her für dich. Aus Miss Saigon, und zwar das letzte Lied, wo sie quasi singt. I give my life for you. Ja, wenn sie mit ihrem kleinen Sohn auf dem... Nein, die singt es jetzt nicht an. Wenn sie mit ihrem kleinen Sohn auf... Du, das werden sicherlich viele nicht kennen, möchtest du es einfach? Nein, sie sitzt mit ihrem kleinen... Ich gebe mein Leben her für dich. Ich kann noch nicht mal den Text, ich weiß auch nicht, wie die Noten sind. Sie sitzt mit ihrem kleinen Sohn da und weiß ganz genau, okay, es geht jetzt, sie müssen jetzt aufbrechen, und dann singt sie, dass sie für ihren Sohn alles tun würde. Und ich finde auch den Übergang momentan bei der Produktion, übrigens bei Amazon Prime könnt ihr dieses Miss Saigon-Inszenierung aus London kostenlos gucken. Das haben wir gestern gemacht. Ja. Da habe ich es nämlich nochmal gesehen. Und ich finde diesen Übergang zwischen, okay, ich habe jetzt gesungen und im Hintergrund laufen schon die Leute Richtung Schiff und gehen dann weg. Das ist absolut Gänsehaut. Und wenn sie dann in diesen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang dann reinlaufen, finde ich echt schön. Also da stimmt auch das Bühnenbild sehr mit diesem Song überein. Das finde ich groß, groß, groß. Und Eva Noblezada hat es fantastisch gesungen und mit einer großen Hingabe. Hast du noch einen? Ja, gerade weil du Gänsehaut sagst. Also für mich ein Lied, was mich nicht nur zur Gänsehaut gebracht hat, sondern mich nach sehr, sehr vielen, sehr lustigen Momenten in diesem Musical von einer Sekunde auf die andere zum Weinen gebracht hat. Das war bei Hair, Let It Sunshine. Let The Sunshine In. Sorry. Ich bin auch schon raus, die Temperatur. Nein, Let The Rain Come, ha? Ja, das ist für mich, wir haben es in München gesehen damals mit deiner Lieblings-Bettina Mönch natürlich. Ja. Und gerade diese Szene, ich finde natürlich, das verbinde ich auch mit dieser Szene, der Junge stirbt im Krieg und die Eltern kommen dann zum Hippietum und alle singen das Lied und singen es, also gefühlt 20 Minuten am Stück. Ja, und, das gehört auch dazu bei und jede Minute wird's besser und jede Minute habe ich mehr geweint. Und dann strahlen sie noch mit den Scheinwerfern ins Publikum und... Ja, ich weiß nicht, weil Hair fand ich nicht sehr berührend bis dahin. Hair fand ich eher so ein bisschen hippiemäßig und das Lied hat es mich wirklich rausgerissen, weil ich dachte so, boah, das war so ein geiler Moment. Aber wir möchten nicht über unsere Momente sprechen, sondern über eure Momente. Welches Lied hat denn bei euch ganz viel Emotionen ausgelöst? Welches Lied sagt ihr, hey, das kann ich mir immer wieder anhören? Und erzählt uns gerne die Geschichte dazu, warum ihr gerade mit einem Lied viel verbindet. Kommentiert das gerne hier in unseren Channel rein. Ihr dürft auch gerne posten, wer euer Lieblings-Defying Gravity-Sänger ist. Ja. Obwohl, dann könnt dann ihr YouTube abschalten. Sorry, ausgelastet. Nein, also ja. Lieblingssongs. Kommentiert und abonniert uns und danke fürs Zuschauen. Es bedanken sich Michelle und Adrian. Also, wie dem ist das denn?